Nicht elf, sondern vier Freunde müsst ihr sein. In den Bregenzer Seeanlagen versuchen Roman Schelling, Alexander Gruber, Chris Nägele und Enrico Lechtaler noch bis Sonntag den Weltrekord im Dauertischfußball zu brechen. Ja, ist ganz einfache Sache. Also die ist eigentlich entstanden, der Roman auf dem Feuerwehrausflug, die haben sich gesehen, wenn sie da unterwegs sind, haben sie Zicke zum Leser und dann ist drinnen gestanden auf dem Pitztal, da haben da mal vier Tiroler einen Rekord aufgestellt. Und da war 44 Stunden. In dieser Zeit hat es geheißen, gut, das können wir auch, wenn wir da am Fisch unterwegs sind, da fahren wir 36 Stunden auf Finnland, also wir probieren das. Mindestens 51 Stunden lang müssen die vier Vorarlberger dazu das Runde ins Eckige ballern. Die Regeln, dass der Rekord auch im Guinness-Buch der Rekorde anerkannt wird, sind sehr streng. Natürlich haben wir uns sehr schlau gemacht. Das hat ja schon ein paar von den Rekordgebern. Und wichtig ist natürlich die Crew rundherum, oder? Unser Betreuerteam, das sind an die 30 Personen, die uns da rund um die Uhr betreuen. Und das ist schon wichtig, weil wir nicht kurz sind, wir sind permanent am Tisch da und unsere Pausen, die wir haben, müssen wir wirklich dazu nutzen, dass wir uns ausruhen und nicht groß noch schaffen müssen, aber beinahe. Also bei der Pause ist ganz klar festgeschrieben, für jede gespielte Stunde hat man 5 Minuten Pausenguthaben. Man kann die Pause gerade nicht mehr nehmen oder man kann die sammeln. Unser Ziel ist natürlich, so lange wie möglich spielen an einem Stück, dass man die Pausen dann noch nutzen kann und so der Erholungswert auch größer ist. Also von dem her versuchen wir eigentlich jetzt durchspielen, 10, 12 Stunden und dann nehmen wir vielleicht eine halbe Stunde Pause, ruhen uns ein bisschen aus und dann geht es gerade weiter. Es müssen die Tore dokumentiert sein und auch die Matcher müssen dokumentiert sein, also wie viele Matches das man macht. Jetzt ist es ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Also. Alter Motschen, oder? Die anderen sind, glaube ich, 50 Tore vorne. Aber jetzt haben wir die 600 Tore-Marke schon lang knackt. Also von dem her kann man sagen, es ist schon 10 Tore Unterschied pro Stunde. Ist nicht viel. Wie man merkt, sind die vier auch nach knapp 8 Stunden noch gut gelaunt. Neben dem Betreuungsteam sind natürlich Sponsoren für einen Weltrekordversuch im Marathontischfußball unbedingt nötig. Ja, Sponsoren ist wichtig, das ist klar. Und ohne denen geht es nicht, weil wir haben doch Kosten von über 2000 Euro. Und möchten uns auf dem Weg auch bei den Sponsoren bedanken. Aber alle Vorbereitungen werden nichts nützen. Denn der größte Gegner ist wohl die Müdigkeit. Da kannst du dich nicht drauf vorbereiten, das ist so verrückt, da musst du einfach ins kalte Wasser springen. Das heißt, am Vortag gut schlafen, ausgeruht, die Sache, kannst du das einfach durchziehen.